Willkommen zu Watch Dogs Nummer 54, Bad Buck und der Server. Hallo Kerstin. Hallo Michi. Bad Buck, erinnert sich, das ist dieser Typ, den wir da wie heißt er noch, von dem IRAG, das ist ja der Böse, und Bad Buck ist so ein Scherge. Ich glaube, ich weiß noch. Genau, und jetzt haben wir den haben wir sozusagen beschattet schon, und wir haben dem geheime Informationen ausgespäht, gegen ihn verwendet zum Erpressen, und naja, und jetzt muss er für uns da was tun. So, lange Folge heute, 31 Minuten, aber manchmal geht's nicht anders. Denn die mit dem blauen Rahmen drumherum, der jetzt gerade kommt, die haben immer besonders viele Sachen oder besonders praktische Sachen dabei. In dem Fall ein volles Bankkonto. So. Also Hauptmission ist angesagt. Ne? Das ist gut, Schatz. Wir haben IRAG, also erstmal das Geld holen natürlich, ist ja klar, sehr wichtig. Wir haben IRAG ja seine Marke abgescannt, IRAG ihm seine Marke, ne? diese hat er so umhängen gehabt, ne? Ja. Damit er in diesen Serverraum Hundemarke. Genau. So, und jetzt müssen wir die Hauptmission mal eben suchen. Sie ist da, wo der gelbe Pfeil hin zeigt. Da. Fump. Und dann fahren wir da hin. Der Name ist viel besser. Ich habe ja Bad Bug und der Server, habe ich ja unsere Folge genannt, aber die nennen es einen Bug fernsteuern. Finde ich auch lustig. Wird auch gleich klar, warum. Mhm. Auch ein schöner Titel, aber ich wollte es ja. Ich wollte auch kreativ sein. Ich wollte auch mal kreativ sein. Oh, Entschuldigung. Chicago, Chicago bei Nacht. You my kind of town. Ui, du kannst richtig toll singen, Schatz. Ja, ist es von... Frank Sinatra. Kann alles erklären. Ich tue es aber nicht. Das taten wir damals recht oft. Ein Hinterhalt. Einer der Angreifer zielte auf mich und drückte ab. Wieder und wieder. Und ich ging zu ihm und erschoss ihn. Eine der Kugeln streifte mein Ohr und all meine Begleiter starben. Seitdem heiße ich Lucky. Komischerweise wurde Quinn wegen Notwehr von allen Anklagen freigesprochen. Wir machen eine kurze Pause. Interessante Nebengeschichte. Übrigens, der Lucky Quinn wird nochmal interessant für uns irgendwann. Kennst du den Film Der Pate? Nee, aber ich weiß, ein Mafia-Film ist klar. Richtig. Und in der gesamten Serie sind, glaube ich, vier Filme, fällt nicht ein einziges Mal das Wort Mafia. Mhm. Also kein Mafia. Doch, das hat ja niemand behauptet, aber sie sagen es halt nicht. Und man behauptet ja, dass da eine Reminiszenz an die Mafia, also an die tatsächliche Mafia gewesen, dass man... Was heißt Reminiszenz? Oder eine Ehrbekundung oder eine Respektbekundung oder keine Ahnung. Also einfach, dass man sagt, wir erwähnen das Wort Mafia nicht, weil wird denn die Mafia da besonders gut dargestellt oder schlecht in dem Film? Ich glaube, sie wird... Weder noch. Also sie wird... Einfach erzählt. Es wird erzählt, die Geschichte. Also sie wird nicht hochgejubelt. Es wird natürlich vielleicht, wie immer, Hollywood-mäßig überzeichnet, aber es wird schon auch sehr brutal dargestellt, wie es sein könnte. Ne? So, da sind wir. Was auch immer das jetzt ist, wo wir hin müssen. Jedenfalls hilft der gelbe Pfeil am linken Rand. Da. Oh, Entschuldigung. Ist auch cool, der fällt um, aber die Leute... Stört das nicht so. Mission läuft ja noch nicht, das heißt, ich kann die noch hacken. Das ist sehr praktisch. Da gibt es Herstellungskomponenten für einmal Hacks, sind sowas für Gemcoms und so. Das ist sehr praktisch. Offensichtlich scheint das in diesem Laden drin zu sein, wo ich hin muss. Also gehen wir doch mal durch den Vordereingang. Aber man hätte auch sein können, dass man hinten rumgehen kann. Ja, genau, man musste also rein in diesen, was auch immer das ist, ein Pub. Klar, steht drüber irgendwie. Club oder Pub, ich weiß nicht. Sehr hübsch, ist auch richtig was los in der Bude. Und hier fängt die Mission an, Hauptmission. Ach, ein Pub. Ja,
Habe ich jetzt gedrückt? Nee, noch nicht. Ach so, doch, das war, der hat was gemacht, hat da was versteckt. Fatback muss das packen. Ich setze eine ganze Menge aufs Spiel. Wer weiß, ob er dem Job gewachsen ist. Er ist der leichteste Weg rein. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Okay, da hinten geht, darum geht's in der Mitte. Rossi Freeman. Ah ja, das kennen wir schon. Richtig, da muss er rein. So, okay, wir gehen in Position in 300 Meter Entfernung. Da hinten. Hallo. Oh ja, schnell noch ein Bier gekauft. Nee, habe ich nicht. Das Audiolog noch angehört. Der DJ hat ja auch Spaß auf seiner leeren Tanzfläche oder mit seiner leeren Tanzfläche. Das ist Iraq. Vorhin noch so klug geschwätzt, nicht hacken während der Mission. Jetzt mache ich es doch, aber jetzt läuft die Mission halt und es bringt eigentlich nichts. So, okay, da müssen wir hin. Da steht ja noch mein Auto, nehme ich das doch. Elegant geparkt. Ja, ich finde auch. Und ein kleiner Stau hat sich ja auch schon gebildet. Ich habe auch auf dem Weg zur Arbeit, habe ich auch einen so einen Typen, der parkt immer um dieselbe Uhrzeit wahrscheinlich, holt er da jemand ab, parkt er so quer über allem. Ja. Also ein bisschen noch auf der Straße, quer auf den auf der Parkplatz. Ja. Ich würde jetzt sagen, ist wahrscheinlich ein Typ, der da parkt. Das kann man ja so oder so sehen. Hat man ja in dir auch gesehen. Man kann ja mal bei Google Bildersuche Frauenparkplätze eingeben. So. Ich sag's ja nur. Ich finde das übrigens diskriminierend, Frauenparkplätze. Du möchtest Männerparkplätze haben? Nein, ich möchte keine genderspezifischen Parkplätze haben, ehrlich gesagt. Jeder parkt, also es gibt einfach Parkplätze. Warum? Genauso wie ich Frauen-Nachttaxi finde ich auch diskriminierend. In dem Falle Männer diskriminierend. Ja, was hat das Frauen-Nachttaxi? Das ist klar, man sagt, Frauen sollen. Dieses Gebäude und nahe bei Bedburg Signal bleiben. Bricht die Verbindung ab, gerät das gleich in Panik. Und das darf nicht passieren. Also, Frauen sollen sicher nach Hause kommen. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber das ist billiger. Also von der ja, ne? Genau. Und Männer dürfen nicht sicher nach Hause kommen. Die müssen sehen, wie sie nach Hause kommen. Die zahlen normalen Preis fürs Taxi. Und die Taxifahrer hat auch keiner gefragt, ob die das gut finden. Die verdienen ja weniger an der Frau dann. Die müssen daher nicht arbeiten. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, oder? Ja gut, Taxifahrer ist sowieso kein besonders gut bezahlter Job, aber. Nee, das stimmt. Aber dann auch noch schlechter bezahlt. Wenn dann eine Frau, also ich kann mir, dann steigt eine Frau ein, die Motivation, ein Frauen-Nachttaxi anzubieten, kann ja auch nicht besonders hoch sein. Man verdient weniger. Ach so, du meinst, ja, sind das nicht immer, ist nicht mein Frauentaxi immer, das fährt immer nur Frauen oder nein, das fährt auch mal so. Ach so, das weiß ich auch nicht, das stimmt, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Egal, reden wir über dieses Spiel. Da gibt es keine Frauen-Nachttaxis, da gibt es streng genommen gar keine. Doch, es gibt Taxis, aber man kann sie nicht benutzen. Und ich würde sagen, es tut mir leid für euch, aber ich meine, es ist doch immer so, dass der eine wird dabei benachteiligt, der andere wird dabei benachteiligt. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass Männer immer nur benachteiligt werden. Das ist ja auch Quatsch. Ich finde nur, es wird immer nach Gleichberechtigung gerufen. Und eine Gleichberechtigung. Ja, aber die gibt es ja nie. Weil nee, die gibt es, nee, eben, genau. Das und der eine hat mal da Vorteile, der andere mal da. Das ist auch in Ordnung, ja. So können wir, darauf können wir uns einigen. Dann bin ich wieder piesig. Okay. Nehme ich alles zurück. So, dann musste ich einmal schneiden. Das ist wieder etwas blöd. Ich muss da hinten hin und jetzt muss ich da irgendwie rein. Und da sind natürlich, sagen wir mal, in Rossi Freeman sind immer noch böse Jungs unterwegs. Ach, trotz, dass du die alle dann runtergeputzt ja, und niedergemacht hast? Ja, gibt es ja irgendwie eine Quelle. Ach so. So, jetzt habe ich da zwei, ich glaube, es sind Annäherungsbomben. Ja, Annäherungsbomben reingeschmissen. Ja. Der Mann hat eine Waffe. Ach so, genau. Und jetzt gehe ich aufs Dach von diesem Container. Witzig, in Freeman, da sind so viele Leute mit Waffen und da stürzt ihn nicht. Nee, das stimmt. Genau. Aber sobald ich mal aus Versehen so eine Spielzeugpistole ziehe, Alarm! So, da, mal sehen. Da liegen jetzt drei Bomben mit Annäherungssensor. Oder gleich noch da mehr. Da wird ja wohl mal jemand drüber laufen. Vielleicht der da zum Beispiel. Na gut, dann eben so. Aber es ist ja echt gut, da oben drauf zu stehen und dann die Leute umzunieten. Ja, Bomben da. Ja, perfekt. Also nicht, dass ich es gut finde, aber ich wollte mal sagen, es ist für das Spiel ganz praktisch. So, damit hätten wir das erledigt. Alle, also praktisch erledigt.
Ich soll ja nicht immer alle niederschießen. Jetzt habe ich sie eben weggebombt. Das ist ja was anderes. Nee, ein Freund von uns hat ja gesagt, er spielt das Spiel auch und versucht alles friedlich zu lösen. Das stimmt. Es geht nicht immer, weil in manchen Missionen steht ja, töten sie alle. Ja. Dann muss er halt da durch. Aber er hat gestern gerade erzählt, dass er auch schon ein ganzes Stück weiter ist. Er ist angefixt durch unsere Serie hier. Und hat er das denn gut geschafft? Hat er noch was darüber erzählt, dass er es immer gut schafft? Er hat. Ja? Nein, es ist sehr anstrengend. Ist ja. Wo bist du? Nah genug. Los. Mein Finger liegt auf der Play-Taste, für den Fall, dass du mich verarschst. So, wir müssen jetzt Bad Bug fernsteuern, im Sinne von ihm Anweisungen geben, wo er lang muss. Und was meint er mit, mein Finger liegt auf der Playlist? Das ist das kompromittierende Audiomaterial, was er hat, was er dann Irek zukommen lassen wird. Ja. So, hier, also wir sehen, das. Hier ist nicht mein Zimmer. Es gibt ein Zimmer, in das Irek niemanden reinlässt. Heute gehst du da rein. Keine Chance. Geht nicht. Hör mal. Das ist so eine Art Sicherheitstür. Kein Problem. Bring dein Handy in die Nähe. Du gehst in das Zimmer. Ich bin kein Spitzel. Ich rede nicht mit Bull. Gut. Ich bin kein Bulle. So, auch da musste ich einmal schneiden. Ich hab so Schiss, Mann. Hör einfach so gut zu und beweg dich, wenn ich es sage. Da kommen die Bösen. Und man hat Zielpunkte dahin, wo man hin muss. Und man muss eben so lange, also man muss Bad Bug bewegen, ohne dass die ihn sehen. Ah, ne? Oh ja. Also tatsächlich mal eine Schleichmission. Ja, genau. So, ne? Dann geht er voran. Dann die nächste Kamera natürlich, dass man auch einen Blick hat. Ich glaube, ich habe eben schon geschnitten. Also da hilft es dann auch nicht, wenn sie einen sehen, wie jetzt zum Beispiel. Deswegen habe ich es einmal drin gelassen, genau. Dann okay. Ist sofort vorbei. Da hat man keine Chance, dann ist sofort vorbei. Das heißt, du musst wirklich schleichen. Das ist was für Jesper. Der kann dann mal da rumschleichen. So, geht's da wieder los. Es ist allerdings so, man muss nicht immer ganz von vorne anfangen, sondern immer von dem letzten Punkt, den man erreicht hat. Also wenn ich jetzt da hinten den Punkt erreicht habe und ich würde dann gesehen werden, fange ich da wieder an. Und die Typen gehen auch immer denselben Weg. Es sind nicht immer dieselben Typen, aber sie gehen immer denselben Weg. Also man kann das sagen. Andere sind, finde ich, okay, gut. Jetzt. Los. Genau. Jetzt gehe ich die ganze Strecke bis dahin. Dann geht der jetzt nämlich zurück, aber ich bin ja dann dahinter und dann sieht er mich nicht. Oh, fuck. Ruhig. Wie alt bist du? 19. Ich bin 19, Mann. Scheiße. Du bist ja ein Kind. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er 19 ist. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Und da einen so auf dicke Hose macht, im wahrsten Sinne. Bewegung. Ich gehe schon. So, nächsten Raum. Jetzt brauchen wir allerdings, da kommen wir nicht auf die Kamera zugreifen, deswegen müssen wir den Laptop nehmen, damit wir da reingucken können und dann sehen wir die Kamera. So, weiter geht's. Das ist nicht ohne in diesem Level, das muss man wirklich sagen. Jetzt, los. Alles klar. Das ist es nicht wert. Ich will das nicht tun. Jetzt wäre es ungeschickt, da kommt er gerade, aber der geht gleich. Das ist ein bisschen wie Jump-and-Run-Spiel. Ne? Man sieht, die laufen immer nach demselben Muster und dann muss man das nur erkennen. Okay, los. Ja, ich sollte nicht hier sein. Sollte in der Disse sein und sich betrinken. Richtig. Hätte er, ich sage auch in diesem Fall, Augen auf bei der Berufswahl. Ah, shit. Habe ich auch drin gelassen. Schatz, was denn da mit dir los? Ja, ich weiß es da auch nicht. Aber ich wollte euch zeigen, dass es auch schwierig ist. So, aber seht ihr, na, man fängt wieder an der Stelle an. Man muss also nicht ganz von vorne. Wie alt bist du? 19. Immer noch. Jetzt bin ich 20, das hat so lange gedauert. Grandma sagt, dass ich immer groß für mein Alter war. Also das kann man schaffen, das ist halt ein bisschen Puzzlespiel. Ne? Da muss man halt durch, halt, da war ich zu schnell. So, jetzt aber richtig. Fuck, Mann! Fuck!
Jetzt die Kamera wechseln. Da, ich glaube, den habe ich auch noch einmal der hat mich auch noch erwischt. Oh, Schatz. Oh, Mist. Ich glaube, ich habe das alles drin gelassen. Naja, toll. Wir überleben es. Irgendwann muss man es ja schaffen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wie alt bist du? 34. 238 Jahre alt, weil ich hier nicht vorankomme. Ich habe auch ganz schön geflucht, muss ich sagen. Und ich habe mich schon da gesehen, okay, ach komm, scheiß aufs Let's Play, ich schaff's nicht, ich breche ab. Und dich schon wieder auf deine nächste Ballermission gefreut. Ja, ist wirklich so. Echt, hier, jetzt aber. So, ne, mal jetzt. Guck, geht doch. Komm, macht man's richtig. Man muss echt, also man darf da nicht zu viel auf einmal verlangen. Ne? Man muss da ganz Sutsche Piano vorangehen. Jetzt war ich eigentlich ein bisschen. Der guckt nämlich nun gerade genau in meine Richtung. Habe ich schnell noch eine E-Mail gelesen. Das ist blöd. Jetzt weiß ich nämlich auch nicht weiter. Vielleicht geht der irgendwann. Also abwarten, der geht bestimmt irgendwann. Oder man kann ihn auch ablenken vielleicht. Nee, irgendwas. Konnte man nicht. Sonst hätte er so über dem Kopf so ein Zeichen ablenken gehabt. Ah ja. Also das ist jetzt echt. Achso doch, die, aber genau, abgelenkt mit dem Teil da. So, siehst du? Mit diesem Handy, was da lag, oder Geräuschgenerator, siehst du? Perfekt. Guter Tipp. Mach doch gerne, Schatz. Naja, dachte ich. Na, nicht heute. So, der geht jetzt wieder weg. Hast du Familie? Ja. Kinder? Nein. Du? Wahrscheinlich. Scheiße, Mann. Bring mich nicht zum Lachen. Ja, könnte schlecht enden. Jetzt habe ich den nochmal abgelenkt, damit ich Betty Buggy da rauskriege. Okay, jetzt. Ja. Los, los. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Oh, das war aber auch riskant. Der kann dich ja immer noch sehen. Der Typ. Ich geb dir gleich eine Reparatur, du verdammtes Mist. Los, schnell. Jetzt aber schnell. Puh. Puh, das war knapp. Aber ich habe den Punkt erreicht und demzufolge müsste ich jetzt nur von hier wieder anfangen. Aber ich muss ja noch weiter. Leck mich doch. Ist nicht mein Problem. Das ist es nicht wert. Ja. Anlocken. So, oder ablenken. Okay. Ich, los, perfekt, abgelenkt. Das ist irre. Ist natürlich völlig unrealistisch. In Wirklichkeit könnte der ja viel besser die Situation vor Ort einschätzen. Ja, natürlich. Plus eine Fernbedienung der Kameras. Also sagen wir, beide müssten zusammenarbeiten. Ein Bedbug würde sehen, okay, der schlägt mir vor, ich muss nach links gehen, geht aber gar nicht, weil da kommt einer. Ja gut, andererseits mit den Kameras kannst du besser gucken, als wenn du immer um die Ecke guckst und deinen Kopf eben das stimmt. In die Schusslinie bringst. Das stimmt. Nur Iraq kann da rein, Mann. Nee. Und er ist schließlich 19. Das stimmt natürlich. Ist auch nicht sehr erfahren. Hacken Sie sich in Bedbugs Kamera? Der hat eine Kamera auf dem Kopf. Er ist ein Döner. So, da sind wir, also genau, sind wir im Serverräumchen. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen erst noch dahin. Der Computer ist da. Also, warum machst du das, Mann? Das ist nicht deine Welt. Das ist kompliziert. Wir haben viel Zeit. Iraq war an etwas beteiligt, das meine Familie angeht. Ich will antworten. Ist gar nicht kompliziert. Genau, jetzt müssen wir die Tür noch entriegeln. Tun. Getan haben. Täten. So, geht von innen. Ach genau, mal wieder. Auf Zeit spielen. Aber es ist ja für einen erfahrenen Hacker, Shaw wie mich. Ich glaube, es war's schon. Also nee, noch nicht. Jetzt war es das. Es kann sein, dass ich da noch einmal neu anfangen muss. Ja, das schaffe ich nicht. Doch! Nochmal. Okay, konzentrieren wir uns sehr rauf. Da unten ist die Quelle, ist nicht so kompliziert. Sieht schlimmer aus, als es ist. Oder umgekehrt, ist schlimmer, als es aussieht. Und jetzt aber ohne Zeit?
Jetzt offensichtlich bisher jedenfalls ohne Zeit, ja. Das wäre fies, so 8 Sekunden. Ich schätze mal, auch diese Zeiten werden nach Schwierigkeitsgrad angepasst. Das denke ich auch, ja. So, da ist ein Schluss. Ob gleich so großzügig waren die, fand ich eigentlich gar nicht. Nee, waren die auch nicht. Da braucht man eine ziemlich räumliche Vorstellungskraft. Die wurde mir zumindest früher in der Schule beschieden, dass ich sie hätte. So, das, genau, das muss von da kommen. Das muss also demzufolge nach unten, genau. Nein, war schon. Michi. Aber Kombinationskraft wurde die auch darüber haben wir nicht geredet. Ach so. Das steht nirgendwo dokumentiert. Ah ja, okay. Hm. Hä? Du warst gut in Sprachen, ne? What? Nee. Also ich hatte nur in Anführungsstrichen, ich hatte erst Deutsch, Englisch und dann Französisch. Habe ich voll versagt, bei Französisch meine ich. Weil, also erste Halbjahr ging noch und dann, als es dann um die Zahlen ging und um Passé, Composé, also die Vergangenheitsform, habe ich völlig versagt. Dann habe ich es auch irgendwann abgewählt. Französisch war nicht mein Ding. Tut mir leid. Und wir haben uns ja damals, als wir in Paris waren, auch immer wunderbar mit Englisch durchgeschlagen. Das stimmt. Und in Bremer getroffen. Das stimmt auch. Sehr lustig. Aber das war schon ein bisschen blöd. In Frankreich Englisch sprechen ist schon doof. Obwohl, ich glaube, also in Frankreich ja, in Paris war das kein Problem. Weil ja. Das ist eine internationale Stadt und das sind die gewohnt inzwischen, die Schmerzen, die sich denen dann bieten, wenn sie mit englischsprachigen Deutschen reden müssen. So. Es ist halt... Ja, wir philosophieren derweil ein bisschen über den Sinn des Lebens. Weil und der wäre... Ja, wenn wir den wüssten, also dann? Ich kann nur sagen 42. Also 42, die Antwort auf alles? Ja, in dem Falle ja. Nach diesem Buch, der Anhalter durch die Galaxis? Das gilt universell, glaube ich. Dass 42 die Antwort auf alles ist? Das ist jetzt universell. Ach so. So, da, guck mal, es geht doch voran. Es geht doch voran, so. Also. Nein, du hast es geschafft, Schatz. Ja, meine Rede. Ich bin begeistert. So, da ist jetzt der... Ach genau, den müssen wir auch noch hacken. Nein, nicht nochmal, achso. Der Computer ist da. Bedbug, wo bist du? Hallo, Bedbug? Achso, da kommt er. Rums. Ja, um die Server zu kühlen. Genau, deswegen hat er in diesem Betonbau auch so eine Hardware rumstehen. Da, geh da hin. Shit. Beweg dich nicht. Warte, das ist nicht genug. Geh zurück. Tja. Bedbug, was soll der Scheiß? Ist nicht so, wie es aussieht. Wonach sieht's denn aus? Weil für mich sieht das nach einem übelst krass verfickten Verrat aus. Mann, wie kommst du überhaupt hier rein? Warte mal. Ich liebe dich, Mann, das weißt du. Oh. Rums. Wer hat dich gekauft? Cool. Ich glaube, es ist doch keine Daunenjacke, Daunenweste. Das dafür, dass ich dich reingeholt habe. Wir sind Familie. Du weißt nicht, was nicht. Er hat mich gezwungen. Fick nochmal. Er ist ganz da. Nicht da runter, Kass. Nicht da runter. Geht da runter. Findet den Pisser. So, Schatz, ist Bedbug jetzt tot? Ich weiß es nicht wirklich. Was vermuten wir denn? Oh nein. Ich vermute, dass ich nichts sagen werde dazu. Aber ich glaube, er ist tot. Aber ich vermute es. So, jetzt müssen wir den Viceroys da entkommen. Die runden Punkte sind Einzelpersonen, die Rauten sind Autos. Na, da hast du ja was zu tun. Ja, aber ist ja meine leichteste Übung. Wobei, das sind jetzt schon viele, das muss man auch sagen. Und das Auto eiert wieder so, aber durch die Neutralisieren-Funktion kann man schon ein bisschen was schaffen. Es kostet aber mal Akku, wie man unten unschwer erkennt. Du könntest dich auch auf die Straße stellen und mal mit deinem, nicht Flammenwerfer, was hast du da immer? Du meinst mit meinem Granatwerfer? Granatwerfer da, die alle, weißt schon, ausschalten. Ja, was hältst du davon? Gute Idee, da habe ich einen ausgeschaltet mit einem Poller. Mein bester Trick, aber es sind immer noch welche da. Das könnte ich machen, tatsächlich, mit den Granatwerfern. Aber, naja.
kann ich gar nicht verfehlen. Doch. Oh, mein Auto ist auch schon recht runter, wie man unschwer erkennen kann. Aber jetzt sind die da alle in so einem Klumpen. Verklumpte Viceroys. Klebrige, klumpige Viceroys. Das muss nicht sein. So, guck mal, die sind da zum Arbeit. Das hält nicht lange an. So, und jetzt hier mal eine Brücke aufmachen oder so. Genau, mal auch ein guter Trick. Erstmal eine finden. Ah, kommt schon. Die Jungs hinter mir her, da kommt noch einer. Aber wofür habe ich denn meine Dampfexplosion? Und dann durchs Tor. Na, einer ist weg, guck mal. Ja, und guck mal, das ist sehr praktisch. Super, kommst die. Weil, das Tor nicht... Weil da kommen sie nicht rüber, erstmal super, nicht. Super, dann fahren sie außen um zu. Ja, genau. Und dann kannst du ja mal irgendwann hier diese Brücke öffnen. Nee, die kann man. Doch. Doch, die kann man öffnen. Das ist doch super. Weil da fahren sie parallel über eine andere Brücke. Aber das passt schon. Da ist ja auch schon die weiße Linie zu sehen. Dummerweise sind da nochmal welche. Das ist mit Verstecken. Das läuft. Könnte man auch, ne? Ja. Man könnte sich im Auto verstecken. Aber in diesem Auto möchte man sich auch nicht mehr verstecken, nee, ehrlich gesagt. Aber so runter, kann man wie sich das nicht ist. Irgendwie mal woanders verstecken? Oder ja, finden zum die Beispiel dich immer? Da auf dem Gelände. Bei den gelagerten Brötchen und da hinten in dem Raum. So, Tür zu oder Tür auf. Da kommen sie jetzt so nicht rauf, glaube ich. So, das war's. Ja, guck mal. Weg. Schatz, du bist ein Gewinnertyp. Ja, ja, genau. Die fahren dann noch, aber jetzt sehen die mich nicht mehr. Aber du solltest... Hör dir mal die Ordnernamen an. Polizeichef Sextape, Bloom-CEO-Bestechung, CTOS-Verstöße. Iraq sitzt auf der gefährlichsten Waffe der Stadt. Klar, dass die Cops Abstand halten. Da fahren sie noch, aber die tun mir nichts Kannst mehr. Kannst du sehen, was in den Ordnern ist? Noch nicht. Ich versuch's. Gibt es einen Ordner zu Merlot? Merlot. Ja, das ist er. Gut. Ich bin bald da. Da. Die Mission haben wir schon mal bestanden. Wir gehen dann doch immer recht lang, diese Hauptmission. Den Skillpunkt haben wir auch gekriegt. Oh. Damit hätten wir das auch geklärt. Ich bin draußen. Ich dachte nur, ich könnte dir mit den Antworten helfen. Du weißt, wegen deiner Familie. Dieses Video, das wir gesehen haben. Iraq hat mich danach gefragt. Wollte wissen, was ich weiß über Rose Washington. Rose Washington? Ich weiß nicht, wer sie ist, aber sie ist in dem Video. Iraq sagt, sie ist tot. Okay, danke. Das könnte Die kommen da nicht raus, ja. Das ist lustig. Ja, du und ich. Das freut mich ja, dass der... Dass die... Der hat überlebt, ja. Oder sie haben ihn leben lassen. Ja, das ist ja... Iraq, wahrscheinlich doch ein netter Typ. Ja, Kumpel. Guter Freund. Menschenfreund auch. So. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Wir haben ein paar Skillpunkte. War sehr schnell geguckt jetzt, fand ich. Ja, gucken wir nochmal, was so Experience Points mäßig los ist. Und im Fortschrittsrat geht es ja auch voran. Wir sind aber immer noch erst im Akt 2. Das heißt aber nicht, dass alle Akte dieser Hauptmission gleich lang sind. Es gibt der dritte Akt oder der vierte ist der längste mit 8 Missionen. Manche sind, der letzte Akt hat zum Beispiel nur eine Mission, also es ist sehr unterschiedlich. Du hast für Aufruhr in Rusty Fremont gesorgt. Jetzt gib mir was Gutes. Iraq hat eine Menge Schmutz gesammelt, sein Computer ist voll davon. Von Politikern bis hin zu CTOS-Managern. Das Merlot ist auch dabei. Ich wusste es. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist verschlüsselt. Ich habe keinen Zugang, aber dieses Video aus dem Merlot? Der Name der Frau ist Rose Washington. Rose Washington? Ich kenne den Namen. War sie nicht beim CTOS? Aiden, das ist die Goldader. Ich hab deine IP verfolgt. Jetzt gib mir meine Schwester. Aber es fängt gerade erst an. Für irgendjemanden ist das Video wichtig. Wichtig genug, um mich anzugreifen und auch deine Nichte. Vorsicht, Damien.
Na komm, ich weiß, dass du das genau wie ich zum Ende bringen willst. Das war nicht der Deal. Oh, aber doch. Du sagst, es ist verschlüsselt? Dann bist du noch nicht fertig. Nein, das wirst du nicht tun. Ich kann tun, was ich will. Hey, ich bin's. Nikki, wie geht's dir? Ich bin müde. Sie kümmern sich um mich, aber komm und hol mich, bitte. Okay, da sind noch andere bei dir. Ja, das ist gut. Sei auf alles gefasst. Ich werde bald kommen. Ich muss Jack sehen. Wie geht es ihm? Er ist ein tapferer Junge. Er kommt nach seiner Mutter. Aber er ist genauso stur wie sein Onkel. Ja, das ist er wohl. Er akzeptiert nicht einfach ein Nein. Zeit um. Ta-ta. Na gut, also ist ja immer noch die Ziel, die Tante da zu befreien. Seine Schwester. Ja, meine ich ja. Okay. Er ist der Onkel von den Kindern. Ich brauche den Rest von Irax Material. Dann habe ich den Hebel. Und dann kümmere ich mich um Damien. Ja, da ist ja die Mission schon mal vorgezeichnet. So, wir gehen jetzt ins Bett. Damit ist auch die Folge zu Ende. Und morgen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.